Sinchonji Online Seminar Gottes neuer Bund Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung. In der ganzen Welt wird die Offenbarung bezeugt. Im August und September 2021 fanden online das erste und zweite Sinchonji Wortseminar statt. 30.372 Teilnehmer nahmen in den 12 Regionen landesweit teil. Rund 1.800 Pastoren nahmen teil und zeigten eine inbrünstige Reaktion. Und endlich, nach 2000 langen Jahren, öffnen sich die Worte der Offenbarung. Der Versammlungsleiter und die 12 Stammesleiter von Sinchonji tun das Geheimnis des Himmelreichs der Offenbarung kund. Vom 18.10. bis zum 27.12. jede Woche Montag und Donnerstag. Das Sinchonji Online-Seminar, das in der ganzen Welt zeitgleich ausgestrahlt wird. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund, wir laden Sie herzlich hierzu ein. Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung, Gottes neuer Bund. Werte Pastoren, Theologen und Gemeindemitglieder aus aller Welt, die Sie an dem Sinchonji Online-Seminar teilnehmen, es freut mich sehr, Sie zu sehen. Ich bin heute für die Moderation zuständig, Pomjun Park. Zunächst einmal möchte ich Ihnen allen, die Sie auf diese Weise dieses Sinchonji Online-Seminar aufgesucht haben, meinen Dank ausrichten. Durch die Worte, mit denen es auch heute weitergeht, werden Sie das Zeugnis bekommen über die Vorhersagen der Offenbarung und sogar die erfüllte Realität davon, dass Sie dabei große Gnade und Erkenntnis bekommen, dass es so eine kostbare Zeit wird, das wünsche ich Ihnen. Zunächst einmal möchte ich beten und damit wollen wir das heutige Seminar beginnen. Heiliger Vater Gott, der du voller Liebe und Gnade bist, heute in dieser Stunde erlaubst du uns vom Himmel her das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung deines neuen Bundes, dass du zu diesem Online-Seminar unsere Herzen versammelt hast und dass wir in der kostbaren Wahrheit dir, Vater, die Heiligkeit darbringen können, dass du uns dahingehend geleitet hast. Dafür danken wir dir. Alle Vorhersagen, die Jesus vor etwa 2000 Jahren verheißen hat, erfüllen sich in der heutigen Zeit. In dieser Stunde wollen wir alle als Glaubensfamilie, die wir auf Himmelreich und ewiges Leben hoffen, durch die Worte über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung darum bitten, dass du Weisheit vom Himmel überreich erlaubst und dass wir sehende Augen, hörende Ohren und erkennende Herzen der Weisheit bekommen. Wir hoffen auf den Bund von dir, Gott und Jesus, und auf Himmelreich und ewiges Leben, die sich nach diesen Worten erfüllen. Bitte erlaube uns allen, durch diese Stunde noch einmal neu zu erkennen, was dein Ziel, Gott, ist und was die Hoffnung von uns Gläubigen ist, dass es so eine kostbare Zeit werden. Bitte erlaube da insbesondere dem Stammesleiter, der uns in dieser Stunde das Wort bezeugen wird, Weisheit vom Himmel und Kraft und Worte der Stärke im Überfluss, dass es eine kostbare Zeit wird, wo wir dir, Vater, der du im Himmel bist, Herrlichkeit darbringen. Anfang und Ende vertrauen wir ganz dir an, Vater, und im heiligen Namen Jesu, der uns vom Tod zum Leben geleitet hat, haben wir gebetet. Amen. Ja, das diesmalige Seminar, das online durchgeführt wird, wird unter strikter Einhaltung der Präventionsrichtlinien und der sozialen Distanzierung durchgeführt. Nun haben wir die Stunde, wo wir die Worte des Lebens hören. Heute wollen wir die Worte zur Offenbarung 16 hören. Wir wollen den Stammesleiter vom Philippus-Stamm, Hongo Kim, nach vorne bitten, der uns das Wort verkündigen wird. Guten Tag, sind Sie wohl auf? Werte Religionsangehörigen diverser Länder der ganzen Welt, die Sie auf Himmelreich und ewiges Leben hoffen, und werte Pastoren und alle Glaubensfamilienangehörigen des Christentums, es freut mich sehr, Sie zu treffen, dass alle, die Sie hier mit dabei sind, mit Gottes Gnade und Liebe erfüllt werden, das wünsche ich Ihnen im Namen Jesu. Ich bin unter dem Namen vom Jünger Jesu, Philippus, aufgestellt worden, der Stammesleiter vom Philippus-Stamm von Sinchonji, Hongo Kim. Zunächst einmal möchte ich Ihnen einen Dank aussprechen, dass Sie trotz Ihrer vollen Terminpläne sich diese kostbare Zeit genommen haben und am Sinchonji Online-Wortseminar teilnehmen. Wirklich vielen Dank dafür. Die Worte der Verheißung in der Bibel, dass sie Ihnen kostbare Erkenntnis geben und dass Sie mit auf den Weg treten, der zum Himmelreich führt, dass das wirklich bei uns allen der Fall ist, das wäre wirklich wunderbar. So, dann wollen wir jetzt
schauen, was hat Jesus in der Bibel in Gleichnissen vorhergesagt? Und da die Stunde gekommen ist, was hat sich in Wirklichkeit nach diesen Vorhersagen erfüllt? Das möchte ich Ihnen klar und deutlich bezeugen. Die Worte, über die wir uns heute austauschen wollen, die Worte Gottes sind, so wie Ihnen vorhin gesagt wurde, das Zeugnis über Prophezeiung der Erfüllung, der Offenbarung, Gottes neuer Bund, die Inhalte von Offenbarung 16. Ich glaube daran, dass Sie letzte Stunde die Worte von Offenbarung 16 gut gehört haben und dass Sie viel Gnade und Erkenntnis bekommen haben. So, dann wollen wir jetzt schauen. Gemeinsam einsteigen in den Inhalt von Kapitel 16. Zunächst einmal lautet die Überschrift zu Kapitel 16, die sieben Schalen des Zorns. Die sieben Schalen des Zorns. Wir wollen das alle gemeinsam mal einstimmig einmal lesen und los. Die sieben Schalen des Zorns. Der Inhalt von Offenbarung 16 ist darüber, dass Schalen richten, und zwar über die Abgefallenen, die den Bund mit Gott verworfen haben, und über die Zerstörer, die dieses Abgefallene außer Wiedervolk verschlungen haben. Durch die vergangenen Belehrungen haben wir ja bereits gesehen, die Menschen vom Himmelszelt aus Offenbarung 13 haben vom Tier das Mahlzeichen angenommen und haben alle das Tier angebetet, und darum sind sie eben zu den Abgefallenen geworden. Und die Hirten, die wie Tiere sind, sind an diesen Ort hineingekommen, haben das zerstört. Das heißt, diese Menschen sind dann die Zerstörer, oder? Jetzt ist es so, dass Gott Schalen über sie ausgießt und sie somit richtet. Diejenigen, die abgefallen sind, sind zerstört worden von den Zerstörern, aber auch diese Taten sind böse und auch das, was diese Abgefallenen getan haben, ist falsch. Deswegen kommt es dieses Gericht des Zorns über sie, über ihre Sünde und Boshaftigkeit. Der Ort, wo gerichtet wird, ist also der Ort, wo die Zerstörer und die Abgefallenen sind, nämlich das Himmelszelt aus Offenbarung 13. Dieses Himmelszelt ist damit gemeint. Und diejenigen, die die sieben Zornschalen ausgießen, sind diejenigen, die wir in Offenbarung 15 gesehen haben, diejenigen, die sich im Tempel des Herrn des Zeugnisses versammelt haben, eben diese Überwinder sind es, diese Überwinder haben in Offenbarung 12 gegen die Schar des Drachen gekämpft und überwunden. Durch diese Überwinder wird gerichtet. Und der Grund dafür, dass Gott sie zu Zornschalen gemacht hat, ist, dass eben diese in Offenbarung 12 und 13, in Kapitel 12 und 13, das gesehen haben, was die Abgefallenen und die Zerstörer getan haben. Vor Ort haben sie das gesehen und gehört. Deswegen ist es so, dass Gott diese Menschen nutzt und sie mit seinem Zorn füllt, sodass das auf die Abgefallenen und die Zerstörer ausgegossen wird, sodass sie gerichtet werden. Das wird eben in Offenbarung 16 kundgetan, was wir heute lernen werden. Und in der Offenbarung gibt es groß gesehen drei verschiedene Plagen. In Offenbarung 6 die Plagen der sieben Siegel und die Plagen der sieben Posaune von Offenbarung 8 und 9. Und das, was Sie heute lernen werden, die Plagen dieser Schalen von Offenbarung 16. Die Plage der Schalen. Diese Plage der Schalen ist etwas, was die Abgefallenen und die Zerstörer alle richtet. Und deswegen ist diese Plage dann die letzte Plage der Offenbarung. Wie wird Gott dann, wenn er diese Abgefallenen und Zerstörer richten wird, wie wird er sie dann richten? Er wird das nicht einfach irgendwie machen, oder? Das Gericht von Offenbarung 16 ist etwas, wo genau nach dem vergolten wird, was die Zerstörer den Abgefallenen angetan haben in Offenbarung 6 und 8 und 9. Das werden wir dann sehen können. Wenn wir in Offenbarung 13, Vers 10 schauen, können wir sehen, wenn jemand in Gefangenschaft nimmt, so geht er in Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so muss er mit dem Schwert getötet werden, wurde dort gesagt. Und auch in den Worten von Offenbarung 18, Vers 6 können Sie sehen, da heißt es, dass ihr, wie auch sie vergolten hat, vergolten werden soll und dass ihr doppelt nach ihren Werken verdoppelt werden soll. Dass ihr auch doppelt der Kelch gemischt werden soll. Die Zerstörer, die zu Satan gehören, die haben in Offenbarung 8 und 9 das Zelt Gottes verschlungen und zugrunde gerichtet. Und deswegen ist es so, dass jetzt in Offenbarung Kapitel 16 ihnen genauso Zerstörung angetan wird, dass sie zerstört werden und verschwinden. Die detaillierten Inhalte wollen wir uns anschauen, wenn wir in die Hauptreferenz einsteigen.
Auf diese Weise werden die Schalen ausgegossen und es wird gerichtet. Und die Folge davon ist, dass die Abgefallenen und die Zerstörer alle möglichen Plagen erfahren. Und die große Stadt Babylon wird in drei Teile gespalten. Und auch die Städte aller Nationen fallen, wird gesagt. So, da wollen wir jetzt in die Hauptreferenz einsteigen und uns eins nach dem anderen genau anschauen. Wir wollen mal gemeinsam Offenbarung 16, Vers 1 bis 2 lesen. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht hin und gießt die sieben Schalen des Grimmesgottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten. Ja, das haben Sie alle gut gelesen. In Vers 1 sehen wir, dass aus dem Tempel eine laute Stimme erklingt und sagt, dass die sieben Schalen des Grimmes auf die Erde ausgegossen werden sollen. Dieser Tempel ist der Tempel aus Offenbarung 15, wo sich die Überwinder versammelt haben, also der Tempel des Herzes des Zeugnisses. Im Tempel des Herzes des Zeugnisses ist Gott mit ihnen gemeinsam, deswegen ist die Stimme, die aus diesem Tempel erklingt, dann die Stimme Gottes. Diejenigen, die gegen das Tier gekämpft haben und es überwunden haben, sie werden jetzt also zu den Schalen Gottes, die mit dem Zorn Gottes gefüllt werden. So, was ist denn diese Erde, auf die dieser Zorn ausgegossen wird? Was ist diese Erde? Wenn Sie in Offenbarung 13, Vers 3 schauen, da heißt es, dass die ganze Erde hinter dem Tier herstaunte. Und wenn Sie in Vers 8 schauen, da heißt es, dass diese Erde das Tier anbetet. Und in Jeremia 17, Vers 13 können wir ebenfalls sehen, da heißt es, die von dem Herrn abweichen, die werden in die Erde geschrieben. So steht es dort geschrieben. Auf diese Weise bedeutet, dass diese Erde, auf die der Zorn ausgegossen wird, diejenigen sind, die in Offenbarung 13 das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben und das Tier angebetet haben, also die Heiligen von dem abgefallenen Himmelszelt. Diese Heiligen vom Himmelszelt sind damit gemeint. In Vers 2 heißt es, dass als die Schale ausgegossen wird auf die Erde, die Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und sein Bild angebetet haben, sprich die Abgefallenen, dass sie ein böses und schlimmes Geschwür hatten, das an ihnen entstanden ist. Dieses böse und schlimme Geschwür kann sehr schwierig klingen für sie. Bei Geschwür ist es ja normalerweise so, dass sogar die Haut aufreißt und dass das sich entzündet. Das heißt, an den Abgefallenen sind diese Geschwüre entstanden, das heißt aber nicht an ihrem Fleisch an ihrer Haut, sondern im Herzen sind diese Wunden entstanden. Dieses schlimme oder böse Geschwür, das steht hier dafür, dass das auserwählte Volk Gottes die Lehre Gottes verworfen haben und stattdessen die Lehren der Zerstörer angenommen haben und sogar nach diesen Kirchengesetzen dann auch Gottesdienst gehalten haben. Und in 5. Mose 32, Vers 33 können Sie auch sehen, dass gesagt wird, ihr Wein ist Drachengift und grausames Vieperngift. Das heißt, das sind Satans Kirchengesetze, die den Geist der Menschen töten und dass also dieses böse und schlimme oder giftige Geschwür an ihnen entsteht, bedeutet, dass die Abgefallenen von dem Tier, dem Zerstörer, Böses und Giftiges bekommen haben und das ist wegen durch die Worte des Zorns, das auch aufgedeckt wird, sodass sie das nicht mehr leugnen können, oder? Dadurch entstehen jetzt diese Herzensgeschwüre, sprich diese Leiden und Verletzungen, Wunden des Herzens sind damit gemeint. Wenn wir das mal zusammenfassen, ordnen. Der Kerninhalt von der Plage der ersten Schale ist, dass Gottes Worte des Zorns, diese Worte des Zorns auf die Erde ausgegossen werden, sodass diese, die wie Adam Gott verworfen haben und diesen falschen Hirten gedient haben und die falsche Lehre der Schlange anerkannt haben, das auserwählte Volk des Zeltes, seine Schuld, sprich ihre Taten des Abfalls, offen aufgedeckt werden, das wird ganz klar aufgezeigt, das ist damit gemeint. So, dann wollen wir jetzt weiterschauen und die Worte von Offenbarung 16, Vers 3 gemeinsam lesen. Und der zweite goss seine Schale aus auf das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und jede lebendige Seele starb, alles, was im Meer war. Ja, in Vers 3 wird die zweite Schale auf das Meer ausgegossen. Das Meer als Gleichnis, das in der Bibel vorkommt, steht aber, wie wir in Daniel 7, Vers 2 und 3 sehen können und wie wir in Vers 15 bis 17 sehen können im Alten Testament. Aus diesem Meer kommen Tiere hervor, aber es wird gesagt, dass das Könige sind, die von der Erde, von der Welt herkommen. Das Meer steht also für die Welt. Das Meer steht für die Welt, insbesondere für die Welt, über die Satan herrscht. Darüber hinaus sehen wir,
In Offenbarung 13 gibt es ein Meer, aus dem ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern herauskommt. Das heißt, die Zerstörer, diese Zerstörer sind damit gemeint. Und jede lebende Seele oder jedes Lebewesen, das im Meer lebt, das steht für die ganzen Gemeindemitglieder der Welt, inklusive der Heiligen vom Zelt, die nun zu diesem Tier gehören. In dem Meer gibt es ja auch gewisse Geschöpfe, die dort leben. Und diese, die das Wasser des Meeres zu sich nehmen, das sind dann die Gemeindemitglieder der Welt, die dieses als geistlichen Speis und Trank zu sich nehmen. Das heißt, die Lehre der falschen Hirten. Aber es wird gesagt, dass sie jetzt diesen Zorn bekommen von der Schale, dass es auf das Meer ausgegossen wird und dass sie dann wie Blut von Toten werden. Was bedeutet das? Dass jetzt Gottes Worte die falschen Hirten richten, sodass aufgezeigt wird, dass dieses Meerwasser Unwahrheit ist, das kein Leben in sich hat. Das heißt, der Kern von dieser Plage der zweiten Schale ist, dass die falsche Lehre der falschen Hirten des Zerstörers aufgedeckt werden als Unwahrheit, die ohne Leben sind, sodass die Heiligen, die diese Predigt von den Zerstörern gehört hatten, nicht mehr diese falsche Lehre hören können, die nun als Unwahrheit aufgedeckt wurde. So, dann wollen wir als nächstes uns den Inhalt von Tatpräferenz anschauen, ab Vers 4 bis Vers 7 gemeinsam lesen. Und der dritte goss seine Schale aus auf die Ströme und die Wasserquellen, und es wurde zu Blut. Und ich hörte den Engel der Wasser sagen, du bist gerecht, der ist und der war, der Heilige, dass du so gerichtet hast. Denn Blut von Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und Blut hast du ihnen zu trinken gegeben. Sie sind es wert. Und ich hörte den Altar sagen, ja, Herr, Gott Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Ja. Die vierte Schale wird jetzt genommen von dem Engel und er gießt den Zorn der Schale aus auf die Ströme und Wasserquellen, sodass das Wasser zu Blut wird. Und dieses Blut wird den Feinden zu essen zu trinken gegeben. So wie Wasser uns Leben gibt, so ist es so, dass in der Bibel das, was unserem Geist, unserer Seele Wasser Leben gibt, im Gleichnis Wasser ist. Wasserquelle bedeutet dann, dass es ein Hirte ist, aus dem dieses Wort hervorquillt, der das bezeugt. Und der Strom, dieser Wasserlauf, den das Wort nimmt, das steht dann für Missionare, die das Wort weitergeben. Und so sehen wir in Johannes 7, Vers 38, da sagt Jesus, dass aus dem, der glaubt, aus seinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Auch in Offenbarung 8 gab es das bei dem Schall der dritten Posaune, dass die Wasserquellen und die Ströme gerichtet wurden. In Offenbarung 8, Vers 10 bis 11 können wir sehen, dass dann ein Stern namens Wermut, der vom Himmel herabgefallen ist, auf die Ströme und Wasserquellen fließt, fällt und dass dadurch diese Wasser bitter gemacht werden, sodass viele Menschen sterben, wurde gesagt. Als die Posaunen geblasen werden, werden dann die Wasserquellen und die Ströme gerichtet. Das sind aber dann zwar diejenigen gewesen, die zu Gott gehören, das heißt die Hirten und Missionare vom Tempel des Zeltes, aber die Ströme und Wasserquellen, die den Zorn der Schalen bekommen in Offenbarung 16, sind von anderer Zugehörigkeit. Denn diesmal sind es die Missionare und Hirten, die zu Satan gehören. Diese werden hier gerichtet. Dieses Gericht ist etwas, wo gemäß den Worten von Offenbarung 13 diejenigen, die töten, selbst auch getötet werden. Genauso erfüllt es sich also gerade. Und da die Schale ausgegossen wird, wird das Wasser zu Blut, wurde gesagt. Das Blut Jesu ist etwas, was wir trinken sollten. Es sind die Worte des Lebens, die damit gemeint sind. Aber das Blut aus der Hauptreferenz hier hat kein Leben. Das heißt, damit ist die falsche Lehre der Zerstörer gemeint. Letzten Endes ist es so, dass als die Schalen ausgegossen werden, dann die Ströme und Wasserquellen zu Blut geworden sind. Das heißt, dass durch die Worte des Zornes Gottes dann die Hirten und die Missionare, die zu Satan gehören, die falsch sind, gerichtet werden. Das heißt, die Lehre, die von den Zerstörern verkündigt wird, das ist das, was ohne Leben ist, eben diese Unwahrheit. Und als solche wird sie aufgedeckt, wird damit hier gemeint. Je mehr die Schalen ausgegossen werden, desto mehr ist es aus dem Standpunkt der Zerstörer so, dass sie immer wieder jetzt auflegen, alles, was sie selbst getan haben, oder? Und in Vers 6, da heißt es,
dass sie, sprich die Schar des Tieres, das Blut der Heiligen und der Propheten vergossen hat und deswegen sie auch selbst Blut zu trinken bekommen, dass es angemessen ist, so wie es ist. Das heißt, diese Schar des Tieres, dass sie das Blut der Propheten und Heiligen vergossen haben soll, woran liegt das, dass das so gesagt wird? Das liegt daran, dass seit Adam viele Heiligen und Propheten getötet worden sind. Aber von wem? Eben von Satan, dem Teufel, dem bösen Geist, oder? Denn so wie Geist auch durch Fleisch wirkt, ist es auch in der letzten Zeit so, dass dieser Satan die Zerstörer erweht hat und durch sie gewirkt hat. Und deswegen bedeutet die Zerstörer zu richten, dass wer damit gleichzeitig gerichtet wird? Eben derjenige, der sie kontrolliert. Dieser Satan, der Teufel, wird damit gerichtet. Das ist nämlich ein und dasselbe. Das heißt, was bedeutet es dann wohl, dass jetzt der Schar des Tieres Blutwasser zu trinken gegeben wird? Das bedeutet, dass das, was die Zerstörer als Wahrheit ausgeben, diese Lehre, tatsächlich wie Tierblut ist, das nicht getrunken werden kann, dass das Unwahrheit ist, das wird bezeugt und bekannt gemacht. Das dann zwar etwas ist, was sie bestimmt nicht hören wollen, aber dass sie das trotzdem zu hören bekommen, oder? Das ist also dieses Blutwasser, das sie dann gezwungenermaßen über ihre Ohren doch dann trinken müssen, obwohl sie das gar nicht trinken wollen, oder? Auch in Offenbarung 13, Vers 10, da hatten wir ja gesehen, diejenigen, die mit dem Schwert töten, müssen auch mit dem Schwert getötet werden. Das heißt also, dass genauso vergolten wird, wie man selbst getan hat, oder? In Offenbarung 8 und 13 sehen wir, das, was die Zerstörer dort gemacht haben, da gab es auch diese Werke, die sie verübt haben, oder? Dass sie die Ströme, die Wasserquellen zu Blutwasser verwandelt haben und dass sie dieses Blutwasser zu trinken gegeben haben und so die Heiligen haben sterben lassen. Und so ist es jetzt so in Offenbarung 16, dass diejenigen, die zu Satan gehören, die Ströme und Wasserquellen von Satan zu Blut werden, sodass die Zerstörer wiederum ihrerseits dieses Blutwasser zu trinken bekommen. Wenn wir das mal zusammenfassen, dann geht es im Kern bei der Plage der dritten Schale darum, dass diese Schale auf die Zerstörer, nämlich die falschen Hirten und Missionare, ausgegossen wird, sodass ihre Lehre als Unwahrheit aufgedeckt wird. Und dass diese Lehre von den Zerstörern dem Tier falsche Lehre waren, das bekommen sie selbst zu hören. So, dann wollen wir im Anschluss die Verse 8 und 9 der Hauptreferenz gemeinsam lesen. Und der vierte goss seine Schale aus auf die Sonne, und es wurde ihr gegeben, die Menschen mit Feuer zu versengen. Und die Menschen wurden von großer Hitze versengt und lästerten den Namen Gottes, der über diese Plagen Macht hat, und sie taten nicht Buße, ihm Ehre zu geben. Im Anschluss sehen wir dann die Plage der vierten Schale. Der vierte Engel, er gießt die Schale des Zorns auf die Sonne aus. Die Sonne bekommt dann aber Macht, die Menschen zu verbrennen, heißt es hier. Was ist dann wohl hier diese Sonne? In den Worten vom Psalm 84, Vers 12 können Sie sehen, dass die Sonne als Gleichnis etwas ist, wo die Sonne aus der Natur bloß als Gleichnis genommen wurde, dass es eine geistliche Sonne ist. Das heißt, es ist dann Gott, der das Licht des Wortes leuchtet und auch der Hirte, der zu Gott gehört. Aber es gibt zwei Arten von geistlichen Sonnen. Das eine ist dann eine Sonne, die dem auserwählten Volk leuchtet und das Zelt anleitet. Das ist dann Gott und der Hirte, der zu ihm gehört. Aber der andere ist dann der Hirte, der zu Satan gehört und von Satan beherrscht wird. Die Sonne hier im Text ist etwas, was Gottes Zorn auf sich zieht. Das heißt, das ist dann der falsche Hirte von Satan. In Offenbarung 13 haben wir gesehen, dass man vom Drachen den Thron und seine Macht bekommen hat und dass man dann auch die Worte des Drachenschleifertrinkens gesprochen hat. Und das war eben das Tier, das heißt Herr Erde von dem Chonsi-Gelehr-Institut. Das ist jetzt nicht der reale Name, sondern ein Deckname. Die Schale des Zorns wird auf die Sonne ausgegossen, sodass diese Sonne Macht bekommt und die Menschen mit Feuer verbrennt, wurde gesagt. Hier ist das Feuer etwas, was der falsche Hirte ausschüttet, weil er wütend geworden ist. Das sind Worte des Zorns. Das Tier bekommt jetzt den Zorn Gottes über sich ausgegossen, aber anstatt Buße zu tun, ist es so, dass er Worte des Zornes über die Heiligen vom Tempel des Zeltes ausgießt und sie damit noch mehr quält. Wenn man das geistlich betrachtet, dann ist es so, wie damals zur Moseszeit, beim Auszug aus Ägypten, da kamen auch 10 Plagen von Gott über den Pharao. Aber je mehr Plagen er bekommen hat, desto mehr hat er sein Herz verhärtet und das Volk Israel dann noch härter arbeiten lassen.
Daran können wir denken. Auch in Offenbarung 17 und 18 können Sie sehen, dass es hier Menschen gibt, die da gefangen sind. In Offenbarung 16 ist es so, dass sie diesen Gefangenen also noch mehr Druck ausgeübt haben. Das heißt, im Kern geht es bei der Plage der vierten Schale darum, dass diese Schale auf die Zerstörer, auf den Hirten dieser Zerstörer ausgegossen wird, sodass der diese Worte hört und anstatt Buße zu tun, vielmehr die Heiligen vom ungefallenen Zelt noch mehr quält. Das ist damit gemeint. Dann wollen wir im Anschluss die Verse 10 und 11 aus der Hauptreferenz gemeinsam lesen. Und der Fünfte goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz und lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Der Thron des Tieres und das Reich des Tieres, die hier gerichtet werden, sind wo? In Offenbarung 13, Vers 2 können Sie sehen, dass der Drache, sprich Satan, dem Tier, das sieben Köpfe und zehn Hörner hat, einen Thron gegeben hat. Der Thron des Tieres, auf den die Schale ausgegossen wird, ist also der Ort, auf den der böse Geist herabgekommen ist, der falsche Hirte, darüber hinaus, denn auch diejenigen, die sich mit ihm zusammengetan haben und sich versammelt haben, die Organisation von Satan, die ist dann damit gemeint. Die Wirklichkeit davon ist dann das Chongjigi-Lehrinstitut, ihr Reich, sehen wir dann in Offenbarung 17 und 18, das ist das Reich der Dämonen, Babylon wird es dort genannt. In Offenbarung 12 haben wir gesehen, dass das Kind mit dem eisernen Stab gegen den Drachen und die zu ihm gehörenden Zerstörer kämpft und sie überwindet, sodass von diesem Zeitpunkt an Gott dann gemeinsam mit den Überwindern den Drachen und das Reich des Tieres richtet. Als die Schale des Zorns ausgegossen wird, da verfinstern der Thron und das Reich des Tieres. Was bedeuten diese Worte? In Johannes 1, Vers 1 bis 4 können Sie sehen, dass das Licht für Gottes Wort steht. Das bedeutet dann, die Finsternis ist das Gegenteil davon, oder? Mit den Worten des Zornes Gottes werden die Zerstörer gerichtet, sodass die Lehre der Zerstörer als Unwahrheit verurteilt wird, sodass man nicht länger behaupten kann, dass das die Wahrheit wäre. Das ist die Bedeutung davon. Davor war es so, dass das auserwählte Volk des Reiches Gottes von den Zerstörern eingenommen wurde, sodass sie nicht mehr die Wahrheit sprechen konnten, sondern verfinstert sind. Aber jetzt ist es so, dass die Organisation der Zerstörer von Gott gerichtet wird, sodass sie verfinstert. Das heißt, die Folge davon, dass diese Plage der fünften Schale ausgegossen wird, ist, dass das Zelt, das zu den Zerstörern zugehörig geworden ist, ihre Zungen zerbeißt und wegen der Schmerzen und Geschwüre, die sie haben, Gott lästern. Was sind hier die Schmerzen und die Geschwüre? Das steht dafür, dass sie selbst erfahren haben, dass sie falsche Lehre von den Zerstörern angenommen haben und diese Schuld ist in der Welt offenbar geworden, sodass sie infolgedessen diese Qualen erleiden, diese Herzenswunden sind damit gemeint. Dennoch haben sie, so wie zu Noahs Zeit und wie zu Lots Zeit, ihre eigene Schuld gar nicht eingesehen und nicht Buße dafür getan, sondern vielmehr Gott dann gelästert, oder? In Offenbarung 2 und 3 sehen wir auch, dass zwar Briefe versendet wurden, aber die Heiligen, die im Zelt waren, sie haben nicht Buße getan. In Offenbarung 8 und 9, da wurden Posaunen geblasen und es wurde ihnen auch da wieder kundgetan, aber bis zum Ende haben sie nicht Buße getan. Auch hier in Offenbarung 16 angekommen sehen wir, dass sie nach wie vor keine Buße getan haben. Im Kern geht es bei der Plage dieser fünften Schale darum, dass mit den Worten des Zornes Gottes die Zerstörer gerichtet werden, sodass die Lehre der Zerstörer als Unwahrheit befunden wird, sodass jetzt es nicht mehr möglich ist, dass sie das als Wahrheit ausgeben. Und diejenigen, die eins geworden waren mit den Zerstörern, das abgefallene Zelt, die Heiligen davon, ihre Schuld wurde zwar auf diese Weise aufgedeckt und dennoch haben sie nicht Buße getan. Dann wollen wir weiterschauen, ab Vers 12 bis Vers 16. Wir lesen das mal gemeinsam.
Und der sechste goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit der Weg der Könige von Sonnenaufgang her bereitet wurde. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, die ausziehen zu den Königen des ganzen Erdkreises, sie zu versammeln zu dem Krieg des großen Tages Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergeht und man nicht seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Hamageddon heißt. Ja. Hier gibt es einen Euphrat in dem Text. Wenn wir in 1. Mose 2, Vers 14 schauen, zur Adamszeit, da gab es im Osten den Garten Eden und da gab es den vierten Strom, der hier als Gleichnis genommen wird. In Offenbarung 9, Vers 14 heißt es, das ist ein Ort, wo dann die sündigen vier Engel, sprich Satan der Teufel, gefesselt war, oder? Letzten Endes ist damit die Behausung von Satan gemeint. Das heißt, der Euphrat, er steht eben für die Hauptzentrale dieser Zerstörer. Die Realität davon ist das Zhongzhigi-Lehrinstitut. Und der Strom Euphrat, der steht dann für den falschen Hirten, zu dem sie gehören. Und das Stromwasser, das sie dann verkündigen, ist dann diese falsche Lehre, die sie verkündigen. Als die Schale des Zorns auf den Euphrat ausgegossen wird, heißt es, vertrocknet sein Wasser. Das bedeutet, dass die Zerstörer Unwahrheit gelehrt haben und zu trinken gegeben haben, dass das jetzt aber gerichtet wird. Durch die Worte des Zornes Gottes werden die Zerstörer gerichtet, woraufhin also aufgedeckt worden ist, dass das, was sie vertreten haben, ihre Lehre Unwahrheit ist. Was ist deswegen passiert? Dieser Zorn, der zeigt doch gerade ihre Schuld auf, oder? Und deswegen ist es so, dass diese Worte, die sie aus ihrem Mund gespien haben, wie Stromwasser, dass sie das nicht mehr reden konnten. Ihre eigene Lehre konnte also nicht mehr hervorkommen, oder? Und deswegen wird es hier so ausgedrückt, dass das Stromwasser vertrocknet ist. Demzufolge ist es so, dass als die Schale des Zorns auf den Strom Euphrat ausgegossen wurde und das Stromwasser vertrocknet ist, das bedeutet, dass die Lehre der Zerstörer nicht mehr an den Mund dieser Menschen gekommen ist, sondern verschwunden ist. So, durch diese Schale des Zorns ist es so, dass die Lehre der Zerstörer also wieder als Unwahrheit aufgedeckt worden ist und so auch das Stromwasser vom Euphrat vertrocknet ist. Und es gibt dann jetzt Menschen, die aus dem Ort hervorkommen, wo sie gefangen waren. Im Text hieß es, dass das Stromwasser vom Euphrat vertrocknet ist, sodass der Weg der Könige vom Sonnenaufgang her bereitet wurde. Genau diese sind damit gemeint. Wegen dieser Lehre konnten sie erst einmal nicht hinaus, aber als sie dann diese Worte erkannt haben, sind sie jetzt herausgekommen, oder? Zunächst einmal steht der Osten ja für einen Ort, wo die Sonne aufgeht. In der Bibel wird Gott selbst auch als die Bibel bezeichnet und das Licht ist Gottes Wort, sodass von Sonnenaufgang her im Text bezeichnet, dass damit der Ort gemeint ist, wo Gottes Werk begonnen hat. Es ist nicht einfach so wie ein Ort, der im Osten liegt oder ein Ort, der im Westen liegt. Nicht das ist damit gemeint, so etwas Geografisches, sondern die Könige hier von Osten sind dann diejenigen, die in Babylon gefangen waren, die dann aber als Gottes auserwähltes Volk wieder zurückkehren. In 1. Petrus 2, Vers 9 sehen wir, da gibt es Priester wie Könige Gottes, Menschen, die diese werden sollen. Das Stromwasser vom Euphrat ist die Lehre der falschen Hirten. Das wird als Unwahrheit aufgedeckt, sodass diejenigen, die sie gefangen genommen hatten, nun von den Zerstörern entkommen und herauskommen zu dem Tempel des Herrn des Zeugnisses, worauf Gott herabgekommen ist. Und da hören sie die Worte des Zeugnisses. Diese Worte des Zeugnisses sind dann die Worte, die dann zu dem Weg werden, der sie leitet, oder? Das heißt, sie sind dem Weg des Wortes gefolgt und herausgekommen. Wenn man das geistig betrachtet, dann bezeichnet das das, was wir in 2. Mose 14 im Gleichnis gesehen haben. Das Volk Israel, das als Sklaven gelebt hatte, das war ja unter dem Pharao, dem König von Ägypten, aber dann hat Gott das Rote Meer vertrocknen lassen und hat sie trockenen Fußes hindurchgehen lassen. Diesem Geschehen ist gleich das. Das heißt, die Plage dieser sechsten Schale bezeichnet, dass die Hauptzentrale von diesen Zerstörern damit übergossen wird, sodass ihre Lehre als Unwahrheit aufgedeckt wird, sodass infolgedessen die Lehre der Zerstörer komplett verschwindet und das Wort des Zeugnisses, dieses Wort des Zeugnisses zum Weg wird. Und aus diesem Babylon
zu unserem Tempel des Herrn des Zeugnisses herauskommen lässt. Das ist damit gemeint. Dabei sehen wir, dass aus dem Mund vom Drachen, dem Tier und den falschen Propheten drei unreine Geister wie Frösche herauskommen. Aus dem Mund der falschen Hirten kommen also Geister von Dämonen heraus. Was bedeutet das wohl? Worte sind ein Mittel, um die Gedanken des Geistes zu vermitteln. Und so sehen wir in 1. Korinther 3, Vers 9 auch, dass das Herz eines Menschen ein Haus, ein Bau ist, wo ein Geist wohnt. Ob es ein heiliger Geist ist oder ein böser Geist, dieser Geist, der nimmt dieses Herz des Menschen als Behausung, haust darin, und in diesem Herzen wirkt er und durch die Worte, die aus diesem Herzen hervorkommen. Deswegen wird das hier im Haupttext so bezeichnet, dass die Geister von Dämonen aus ihren Mündern kommen. Und was machen sie, diese Geister? Sie sammeln für den Krieg gegen Gott alle Könige des ganzen Erdkreises. Diese Überwinder sind hier zu Schade geworden und sie schütten ja gerade den Zorn Gottes über die Abgefallenen und die Zerstörer aus, oder? Es ist also eine Situation wie im Krieg. Aber diese Tiere, da sie ja selbst nicht siegen können und jetzt selber gerade an den Ruin getrieben werden, ist es so, dass sie jetzt diejenigen, die sie selbst unterstützen, sammeln, oder? Dass sie ihre eigenen Supporter sammeln. Sie bitten also um Hilfe, oder? Und sie sammeln die Könige des ganzen Erdkreises, wurde gesagt. Wer sind denn diese Menschen? Es gab ja den Ausdruck, Priester wie Könige. Und so ist es so, dass in der Bibel Könige oder Herrscher für Hirten stehen, die die Heiligen anleiten. Sprich, die Könige des ganzen Erdkreises sind dann die Hirten der Welt, die Hirten dieser Welt. Für den Kampf gegen Gott werden sie gesammelt als die Streiter des Teufels, oder? Diese Könige des ganzen Erdkreises, sie werden jetzt für den Krieg wohin gerufen und versammelt? Das ist eben Harmageddon. Als Harmageddon wird das bezeichnet, dahin werden sie gerufen und versammelt. Der Krieg von Harmageddon. Bestimmt gibt es unter Ihnen auch welche, die schon mal davon gehört haben. Die Könige des ganzen Erdkreises werden jetzt versammelt und kämpfen. Ist es dann der Dritte Weltkrieg oder ist es ein Atomkrieg? So haben wahrscheinlich auch einige von Ihnen gedacht. Aber das Gebiet, das als Harmageddon bezeichnet wird, das war schon vorher ein Ort, wo sehr oft Kriege stattgefunden haben zwischen Israel und anderen heidnischen Ländern. In der Zeit des Alten Testaments gab es dort sehr, sehr viele Kriege. Dieses Harmageddon aus Kapitel 16 ist aber etwas, wofür dieses fleischliche Gebiet lediglich als Gleichnis genommen wurde. Es ist nicht so, dass tatsächlich dort ein Krieg stattfindet, sondern es ist ein Ort, wo Israel viele Kriege ausgefochten hat. Dieses Harmageddon wird als Gleichnis genommen und dorthin werden jetzt die Könige des ganzen Erdkreises versammelt und kämpfen da. Das heißt, es ist ein geistliches Schlachtfeld damit gemeint. An diesem Ort, wo gerade diese Schalen ausgegossen werden, findet Krieg statt. Deswegen ist es so, dass dieses geistliche Schlachtfeld das Himmelszelt aus Offenbarung 13 ist. Das kann als Harmageddon bezeichnet werden, oder? Die Tiere, die sammeln jetzt zu diesem Schlachtfeld, also ihre eigenen Soldaten, um sie um Hilfe zu bitten im Krieg. Verstehen Sie? Und darüber hinaus ist es so bei diesem Babylon. Es sammelt jetzt die Könige des ganzen Erdkreises und die Berufenen vom Tempel des Herrn des Zeugnisses, sie kämpfen jetzt gegeneinander. Also jeder Ort, wo sie aufeinandertreffen, gegeneinander kämpfen, könnten wir als Armageddon bezeichnen. Schlussfolgernd könnten wir sagen, Harmageddon aus Offenbarung 16 steht für ein geistliches Harmageddon, ein Ort, wo das geistliche Babylon die Könige des ganzen Erdkreises sammelt und wo die Berufenen vom Tempel des Heiligen Zeugnisses gegeneinander dann aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen. Ein geistliches Staffel ist also damit gemeint. Dann wollen wir jetzt weiterlesen in Offenbarung 16, Abvers 17 bis zum letzten Vers. Und der Siebente goss seine Schale aus in die Luft, und es kam eine laute Stimme aus dem Tempel vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner, und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem ein Mensch auf der Erde war, ein so gewaltiges, so großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten, und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Stadt Babylon wurde vor Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, des Grimmes seines Zornes zu geben. Und jede Insel verschwand, und Berge wurden nicht gefunden. Und ein großer Hagel wie Zentnerschwer fällt aus dem Himmel auf die Menschen nieder. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Ja, jetzt wird die siebte Schale in die Luft ausgegossen. Diese Luft, dass es in diese Luft ausgegossen wird, das bedeutet, dass es wie Gerüchte
im Umkreis gewesen ist. Das heißt, durch diese Medien ist bekannt geworden, was nun mit den abgefallenen Zerstörern passiert. Die Hirten, die in den Tempel des Zeltes eingedrungen waren, dass die gemäß der Bibel das Tier mit sieben Köpfen und zehn Hörnern waren, das aus dem Meer heraufgestiegen ist, dass das die Zerstörer sind also, und dass von diesen man das Mahlzeichen angenommen hat und dass es angebetet wurde von den Heiligen dieses Zeltes, dass diese dann gemäß der Bibel die Zerstörten abgefallen sind. Diese Tatsachen wurden also hier und dort weit verbreitet. Nicht nur das, sondern die Visionare vom Tempel des Zeltes sind mit einer einzigen Handauflegung zu presbyterianischen Pastoren aufgestellt worden. Diese unrechtmäßigen Taten sind durch Bücher und auch durch Medien im ganzen Land dann bekannt geworden. Der Klang dieses Zeugnisses wird von Mund zu Mund weitergegeben, sodass sich das hier weit und breit verbreitet und die Schlagkraft davon dann viel, viel größer ist als alle anderen Schalen, die ausgegossen wurden, oder? Da eben diese Kunde von Abfall und Zerstörung sich verbreitet, ist es so, dass dann Gott, der auf den Tempel des Zeltes des Zeugnisses heraufgekommen ist, sagt, es ist nun geschehen. Die Blitze, die hier auftreten, bezeichnen die schnellen Fortbewegungen der Geister. Die Stimmen und Donner stehen für den Klang dessen, wie Gott richtet und seine Worte des Zorns. Und das große Erdbeben ist das, was bei den Herzen der Heiligen passiert, da sie zu dem Zerstörer, dem Tier, zugehörig geworden sind und sie geistlich eingeschlafen sind, dass ihre Herzen erschüttert werden. Sie haben gedacht, dass diese Denomination, zu der sie jetzt gehören, ihnen Sicherheit gibt, dass das Orthodoxie ist, aber da sie jetzt erfahren haben, dass es der Ort ist, wo Satan wirkt, konnten sie nicht anders als im Herzen zu erbeben, oder? Dann schauen wir also, was der Kern ist, der Plage der siebten Schale. Diese Schale wird in die Luft ausgegossen. Das bedeutet, dass diese ganze Kunde in Umlauf kommt, also das Hörensagen, die Medien sind damit mit gemeint. Und die Taten von diesen Abgefallenen und die Zerstörer, sprich das, was im abgefallenen ersten Zelt gewesen ist, diese Geschehnisse sind im ganzen Land bekannt gemacht worden, sodass alle Gemeinden diese Tatsachen erfahren haben. Das ist damit gemeint. Und bei dieser letzten siebten Schale ist es so, dass die große Stadt Babylon in drei Teile gespalten wird. Diese große Stadt Babylon aus dem Text bezeichnet den Ort, wo Satan seinen Thron hat. Das heißt, es ist die Behausung von Dämonen. Und dass es in drei Teile gespalten worden ist, bedeutet, dass es in den Tempel des Zeltes und das Reich des Tieres Babylon und den Tempel des Zeltes des Zeugnisses gespalten worden ist. Das heißt, dass es aufgeteilt wurde in die Zugehörigkeiten von abgefallenen Zerstörern und dem Retter. Die Bösen haben sich unter den Bösen versammelt, die Guten unter den Guten. Das ist damit gemeint. Und dadurch, dass die Stadt Babylon gerichtet wird, fallen die Städte aller Nationen und die Inseln und die Berge. Das heißt, die vielen unzähligen Gemeinden, die in der Welt sind, sind damit gemeint. Die Realität davon sind dann die ganzen Zweigstellen von dem Chonji-Gedan-Institut im ganzen Land. Diese ganzen Niederlassungen sind damit gemeint. Und dass die Inseln und die Berge keinen Ort mehr hatten, bedeutet, dass sie nun durch den Zorn Gottes gerichtet worden sind. Die Stadt Babylon ist also komplett verschwunden. Dann gibt es noch eine weitere Strafe, die aus diesem Gericht der siebten Schale hervorgeht. Und das ist eben das, was zentnerschwer ist. Dieser große Hagel, die Plage von diesem großen Hagel. Zu Moses Zeit war es tatsächlich so, dass realer Hagel vom Himmel herabgekommen ist. Aber bei der Erfüllung der Offenbarung ist es kein tatsächlicher Hagel, sondern es ist ein geistlicher Hagel. Und das steht eben für das Wort des Zorns und für den Hirten, der diese Worte des Zorns bekommen hat. Sprich, der Hirte, der das als Fürsprecher redet. Die Wirklichkeit davon ist dann in der heutigen Zeit derjenige, der diese Offenbarung, die Worte dieser Offenbarung bekommen hat und als Fürsprecher redet. Eben unser neuer Johannes. Der neue Johannes ist ein Name für den Hirten der Verheißung, für den Apostel Johannes als Gleichnis dient, der erst in der Zeit der Erfüllung der Offenbarung erscheint. Der Hagel aus dem Text ist also das, was wir auch in Offenbarung 8, Vers 7 gesehen haben, als mit Blut vermischten Hagel und auch in Offenbarung 11 als den Hagel, der im Tempel Gottes ist. Das ist derselbe Hagel. So, dieser zentnerschwere Hagel, dass er jetzt vom Himmel auf die Menschen herabkommt. Das bedeutet, so wie beim Essen kommen Gott Jesus die Macht zu richten gegeben hatte, so ist es so, dass in der heutigen Zeit es einen Hirten gibt, der von Jesus diese Gerichtsmacht bekommen hat, der Überwinder. Er kommt aus dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses hervor und er bezeugt dann die bösen Taten der Abgefallenen und der Zerstörer.
Bis hierhin waren das die Inhalte von Offenbarung 16, die wir uns angeschaut haben. Dann wollen wir mal eine Schlussfolgerung ziehen zu den heutigen Worten. Als erstes sehen wir vor dem Thron Gottes. Am gläsernen Meer sind die Überwinder versammelt und diese werden jetzt zu den Schalen des Zornes Gottes gemacht, sodass dann die Abgefallenen und die Zerstörer gerichtet werden. Das wird hier aufgezeigt. Und als zweites ist es so, dass das Gericht der Zornschalen, die die abgefallenen Zerstörer richten, etwas sind, was in Offenbarung 10 der Engel, der auf dem Meer und auf der Erde stand, bereits gezeigt hatte. Diese abgefallenen und die Zerstörer, die werden gerichtet, wurde damals kundgetan. Und genau nach diesen Worten hat sich das hier also erfüllt. Als drittes haben wir in Offenbarung 8, 9 und 13 gesehen, die Schar des Drachen, das Tier, diese Schar des Drachen, das Tier, so wie es da gehandelt hat, so wird es ihnen doppelt vergolten. So ein Gericht ist das hier. Und als viertes, das Gericht von Offenbarung 16 ist ein Gericht, wo die Zerstörer gerichtet werden, sodass das, was in Offenbarung 6 von den Märtyrern erbeten wurde, die Rache für sie, sich nun hier also erfüllt. Und das Gericht von Offenbarung 16 ist etwas, was 6000 Jahre lang in Gottes Herz tief verwurzelt war. Dieses Gericht des Zornes, das findet hier gerade statt. Dadurch wird Satan gerichtet, nachdem er nach Adams Sündenfall diese ganze Welt beherrscht hatte. Diese ganze Welt wird nun beendet und die Zeit wird eröffnet, wo Gott die Herrschaft antritt. Das heißt, diese Worte der Hoffnung werden hiermit kundgetan. So, hiermit wollen wir dann die Inhalte über die sieben Zornschalen von Offenbarung 16 abschließen. Nächste Stunde werden Sie dann in Offenbarung 17 lernen über den Zerstörer, die Hure und das Geheimnis des Tieres mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, was das ist und was der falsche Hirte ist und die Speise von Satan, die der falsche Hirte gibt, was die Wirklichkeit von diesem Bein der Unzucht, das werden Sie dann bezeugt bekommen. Bitte nehmen Sie auch unbedingt nächste Stunde teil, dass Sie dann die Wirklichkeit davon überprüfen können und dass wir in dem Wort der Wahrheit doch alle eins werden. Den vielen Pastoren, die gerade mit hier dabei sind und auch allen Glaubensangehörigen der ganzen Erde. Wir leben unter demselben Himmel und wir schauen uns gerade die Worte der Bibel an. Wir haben unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Sprachen, aber dieses Herz, mit dem wir uns nach dem Wort Gottes sehen, das ist doch wirklich aufrichtig. Und das haben wir doch bis jetzt alles gemacht im Glauben, damit wir himmelreich und ewiges Leben erlangen. Das ist doch unsere Hoffnung als Gläubige. Und der einzige Weg, wie wir diese Hoffnung erlangen können und wie wir Gott erfahren können, ist, indem wir eben das, was Sie gerade in Händen halten, diese Worte der Bibel nehmen. Wir haben doch mit der Bibel unser Glaubensleben begonnen, deswegen sollten wir dann auch nach der Bibel unser Glaubensleben führen, dann werden wir auch an unserer Hoffnung ankommen. Dieser neue Bund, die Prophezeiungen der Offenbarung und die Realität, glauben Sie daran. Und lassen Sie uns doch gemeinsam in das Himmelreich gehen, auf das wir hoffen. Werte Zuhörer, der verheißene Hirte von Hinchonji hat an dem Ort, wo sich die Offenbarung erfüllt hat, alles gesehen. Und das, was verkündigt, dass er das verkündigen soll, diese Anweisung hat er bekommen. Deswegen ist es so, dass er bis jetzt alle Gemeinden der Welt pausenlos diese Dinge bezeugt hat. Und um die Lehre Jesu in die Tat umzusetzen, ist es so, dass er auch für den Frieden auf der Erde bisher gearbeitet hat. Mit ehemaligen und amtierenden Präsidenten und Staatsoberhäuptern diverser Länder der ganzen Welt hat er sich getroffen, auch mit Justizchefs und mit verschiedenen Nationalsprechern, auch mit verschiedenen Organisationsleitern und auch mit Religionsleitern hat er sich getroffen von diversen Religionen und gemeinsam rufen sie We Are One aus und werden gerade immer mehr eins. Nicht nur das, sondern wir sind sie. Wir wollen einander lieben und auch im Frieden Gott empfangen und so ein Glaubensleben führen. Und deswegen ist es so, dass wir alle Menschen der ganzen Welt teilen wollen, was sich gemäß der Offenbarung erfüllt hat, diese offenbarten Worte. Und unzählige Menschen hören auch diese offenbarten Worte und viele, viele Pastoren der ganzen Welt wollen auch gerade MOUs mit uns schließen. Viele Pastoren, die bis jetzt auch schon immer die Offenbarung mal lernen wollten, die rufen gerade auch einstimmig aus, dass sie auch diese Vorhersagen und die Erfüllung der Offenbarung kennen müssen. Und auch, dass sie selber diese Worte lernen und dass den Heiligen beibringen müssen. Dafür werden gerade viele Pastoren zu diesem Seminar eingeladen. Und in dieser schweren Zeit ist es auch so, dass wir gerade Hoffnung verkündigen durch diese Worte der Offenbarung.
der Versammlungsleiter von Shincheonji. Und so wird Shincheonji auch immer wieder gesagt, dass man sehr dankbar dafür ist. Wir glauben an denselben Gott. Das ist einer derselbe. Wir glauben auch an denselben Jesus. So lassen Sie uns doch alle eins werden in der Wahrheit. Dann kann doch wirklich wahrer Friede kommen und dann wird doch wirklich eine Welt so erfüllt, wie wir sie uns wünschen, oder? Gottes Reich, das Himmelreich, das ist ein Paradies, wo es nur Freiheit, Frieden und Liebe gibt. Lassen Sie uns doch gemeinsam in Ewigkeit in diesem Paradies leben. Dann wollen wir in Gott, der die Quelle allen Segens ist, doch wirklich eins werden. Das wäre doch wirklich wunderbar. We are one. Ja, vielen Dank. Dann wollen wir das Wort abschließen und ich möchte kurz stellvertretend beten. Der du der König der Könige bist und der Herr der Herren, die Quelle allen Segens, Schöpfer Herr von Himmel und Erde, Vater Gott. Auf diese Weise hast du uns erlaubt, das Shincheonji Online-Wortseminar in der ganzen Welt zu eröffnen und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bringen dir alle Herrlichkeit dar. Diejenigen, die nach der Gerechtigkeit hungern und danach dürsten, dass alle Seelen die ihren Weg hierher gefunden haben, dafür danke ich dir. Bitte erlaube du ihnen große Erkenntnis vom Himmel her. Insbesondere den ganzen Pastoren von den diversen Ländern, bitte erlaube ihnen besonderen Einfluss und Kraft, dass sie das, was mit der Zeit immer wieder bezeugt wird, dass sie das dann sehen und dadurch dann auch wirklich sehende Augen und hörende Ohren und auch erkennende Herzen bekommen, dein Wort sehen zu können, Vater. Vor 2000 Jahren hat auch ein Jünger Jesu bekannt, Herr, du hast Worte ewigen Lebens, wohin sollten wir gehen? Und genauso dass auch alle Gläubigen auf dieser Welt und die vielen Pastoren die Worte ewigen Lebens, die Worte der Wahrheit, diese offenbarten Worte, die sich in der heutigen Zeit erfüllen, erkennen. Bitte gib ihnen die Herzen dafür, dass wir das alle miteinander erkennen und diese Worte des Lebens, die Worte des Lebens, die offenbarten Worte nehmen und die ganze Welt darin eins wird. Bitte wirke du auf großartige Art und Weise, dass du in dieser Zeit mit uns gewesen bist und uns immer beschützt und unseren Weg anleitest. Das hoffen wir und das wünschen wir uns. Und all diese Worte haben wir im Namen Jesu, der uns vom Tod zu dem Leben übergeleitet hat, im Namen unseres Retters Jesus gebetet. Amen. An der Stirn der Hure steht ein Name geschrieben. Und es wird Babylon genannt, oder? Und es wird gesagt, das ist ein Geheimnis. Warum ist das wohl ein Geheimnis? Warum ist es Babylon? In Offenbarung 17 ist die Wirklichkeit von Babylon ein Geheimnis, das heute ganz aufgedeckt wird. Das Geheimnis der Zerstörer und diejenigen, die von dort herausgenommen werden, das Passah beim Wiederkommen und das Gericht über die Hure. Das wird hier genau beschrieben in Offenbarung 17. Das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Diese große Hure hat ein Geheimnis, das wollen wir erfahren, das wir doch unbedingt auch unterscheiden können. Nächsten Montag werden die Worte zur Offenbarung 17 bezeugt werden. Von der Zeit her ist es genauso wie sonst, vormittags um 10 Uhr. Wenn Sie abgesehen zu den Worten, die Sie heute gehört haben, noch Fragen haben zu der Shincheonji-Kirche oder zu den Worten, können Sie dann unter den jeweiligen Rufnummern, die Sie gerade auf dem Bildschirm sehen können, anrufen. Wir werden Ihnen genauere Auskunft erteilen. Dann wollen wir jetzt gemeinsam das Vaterunser beten und damit alles abschließen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hiermit wollen wir das Zeugnis über Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung Gottes Neuer Bund, das heutige Seminar abschließen. Vielen Dank, dass Sie bis jetzt mit dabei gewesen sind.